Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 21. Juni 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, gestern nach dem Vollmond und nach dem Eintritt der Sonne ins Sternzeichen Krebs, der Sommersonnenwende, befinden wir uns jetzt in der Phase des Krebs. In den nächsten 30 Tagen haben alle Krebse Geburtstag. Es ist das erste Zeichen des Sommers. Und auch wenn die Sonne sich jetzt schon wieder rückwärts bewegt, wenn praktisch die Tage schon wieder kürzer werden, sind sie doch noch sehr, sehr lang. Ja, der Krebs ist im Tierkreis, wenn wir ihn mit dem Widder beginnen lassen, was üblich ist, das erste Wasserzeichen. Widder Feuer, Stier Erde, Zwilling Luft, Krebs Wasser. Das heißt, mit dem Krebs kommen die Emotionen in den Tierkreis. Und in gewisser Weise ist es im Jahresverlauf auch so, dass mit dem Krebs dann wieder das erste wirklich emotionale Zeichen dasteht. Es gilt also in dieser Phase, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und mit den Gefühlen auseinandersetzen heißt nicht über die Gefühle nachdenken, denn dann wären wir ja schon wieder im Verstand, sondern die Gefühle zu fühlen. Und das ist so einfach, dass es unserem Verstand schon wieder schwierig erscheint, indem man fragt, wie geht denn das Gefühle fühlen? Das ist so ähnlich, wie man fragen würde, wie geht es denn zu atmen? Und nichtsdestotrotz gilt es mehr, die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit dorthin zu verlagern, die Welt auch einmal fühlen zu erleben, auch einmal zu schauen in bestimmten Situationen, die vielleicht auch Entscheidungen von uns verlangen, mal auf unseren Bauch zu hören, zu gucken, was sagt eigentlich mein Gefühl dazu, vor allem wenn es dann vom Kopf abweicht. Der Übergang wird natürlich jetzt erst vollzogen in den nächsten Tagen. Die Sonne ist jetzt gerade im ersten Grad des Krebs und heute eben auch der Mond im Steinbock, der natürlich dem Krebs gegenüberliegend nicht unbedingt die Emotion fördernde Stellung ist, weil der Mond im Steinbock sich mehr auf sachliche Dinge bezieht, zweckorientiert, funktionsorientiert ist. Hier geht es darum, etwas zu schaffen, seine Aufgabe zu erfüllen, seine Verantwortung anzunehmen, sich innerhalb eines gewissen Regel- oder Gesetzeswerks zu bewegen. Die Pflicht steht da ganz weit oben und wir können durchaus mit Mond im Steinbock einmal schauen, inwieweit bestimmte Pflichtaspekte jegliche Form der Lebendigkeit in uns oder in unserem Leben ersticken oder aber auch, ob es vielleicht auch eine gewisse Befriedigung bringt, sich bestimmten Pflichtaspekten zuzuwenden, ob es nicht auch ein gutes Gefühl geben kann, Dinge einmal anzugehen, die wir lange liegen lassen. Der Mond läuft hier auf Pluto zu, der ja seit 2008 im Steinbock ist, wird diesen heute Abend um 21:16 Uhr erreichen. Ein guter Moment mal in diesen 2 Stunden mit dem Höhepunkt 21:16 Uhr einmal zu schauen, wie hier Pluto im Steinbock mit dem Mond wirkt. Morgen am Mittwoch ist der Mond dann auch noch im Steinbock. Erst abends gegen 22 Uhr um 22:08 Uhr geht dann der Mond in den Wassermann und die gesamte Stimmung wird sich dann ab morgen späteren Abend sehr stark verändern in Richtung Lockerheit, Freiheit und Konventionalität, sich bewegen. Mars immer noch rückläufig im Skorpion bis Ende des Monats müssen wir damit rechnen, dass weiterhin auch alte Geschichten hochkommen, die jetzt im Zeichen des Krebs allerdings mehr emotional verarbeitet werden. Ich wünsche uns allen einen guten Eintritt ins Sternzeichen Krebs und heute einen schönen Tag und sage Tschüss, bis morgen.